Ja. Jetzt geht aber ab. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play WWE SmackDown vs. Raw 2007 auf der Xbox 360 zusammen mit dem guten Manu. Hallo. Mit dem Besten hier im Business. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich im Business wäre, wäre ich irgend so ein komischer Tweener, der laufen zwischen Jubeln und Buhn rumrennen würde. Wie so ein Lehrer. Ich weiß nicht, aber egal. Ich weiß nicht, was ich sein will. Ich würde, glaube ich, schon genießen, dann hier zu sein. Boah, geh mal zum Friseur oder so, würde ich denn ständig hören. So, wir haben eine Storyline abgeschlossen, wahrscheinlich mit Big Show und unserem coolen anscheinend Stable. Aber jetzt geht die nächste Storyline los und Candice Michelle. So war das so, ne? Ja, genau. Die will anscheinend was von uns. Hi, honey, it's Candice. Im Prinzip haben wir die Story abgeschlossen mit einem Steel-Cage-Match, welches Franz verloren hat leider. Also ich glaube, ich hätte es nicht besser gemacht. Die Storyline ist abgeschlossen. Ob sie eingegangen wäre, wissen wir nicht. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es übrigens mal gerne in die Kommentare schreiben. Würde uns beide interessieren. Genau. Jetzt hören wir an, was Candice uns zu sagen hat. Ach, schön. Hi, honey. It's Candice. I'm just calling to thank you for putting all of those moves on me and showing me all of those holds this weekend. Oh, Nachhilfestunde. You did a great job getting me ready for my singles match against Mickey tonight. I hope you'll be watching, because I'm sure that we'll be putting on quite a show for the boys. Especially boys like you. Bye. Weiß ja nicht, was sagt denn Kevin Owens Frau dazu? Ja, ich kann auch mal wissen. Oh Gott, auch noch dieses die Stimme von ihr ist halt auch so ultra nervtötend. So richtig klischeehaft, ne? So Cheerleader. Hi, honey. So Cheerleader-mäßig. Ja, eben, und ich hasse sowas. Ja, wie die Pest. Ich bin schon als Manager in dem Match. Ja, wahrscheinlich, ja, bestimmt sind wir Manager im Match. Nee, no Manager. Gar nichts, okay. Wir können nicht mal spielen. Geil! Müssen wir uns jetzt angucken? Mal gucken. Oh Gott. Können wir erstmal Dieben-Action kommentieren. Geil, Manu und Franz wieder Kommentatoren. Eine Kommentatorenkabine. Ja, das ist ein falsches Projekt dafür. Mhm. Wir stehen diesmal im Ring. Machen uns dreckig, schwitzen. Bin mal gespannt. Erstmal Entrances. Aber Mickey James ist cool. Ja, definitiv. The King Lawler at ringside. Coming to you live here tonight. And King, you know it's gonna be a great show when it starts off with our Raw Divas. And the only thing better than wann ist zum letzten Mal eine Raw Show mit Diven Matches gestartet? Keine Ahnung. Well, I hope you'll be able to make it through the broadcast, you Royal Romeo. Oh, don't worry about me, JR. I'm sure I'll be able to keep it going all night long. And I can't wait to see the Raw Divas do what they do best. And I know this capacity crowd can't either. Mickey James zusammen mit Magnus von TNA. Die haben ein Kind bekommen, ne? Oh, freut mich. Magnus war nicht so der geilste Wrestler, aber freut mich für sie. Magnus? Für sie. Oh, Candice. And the opponent. Jaaa! Jetzt geht aber ab. Das war doch nicht ihr Ringetire oder was? Oder doch? Boah, ich hab früher halt ultra wenige Diven-Matches mir jetzt recht angeguckt, noch weniger als heute. Ich sage jetzt nicht mal was dazu. Jerry Lawler, also sprachlos, kennt man ja nicht anders. Nee. Puppies! Woo! Ja, ja. Guck mal, da ist er, der Legend Killer. Dreckige Lachen. Dreckige Grinsen. Mhm. Das ist Anabolika-Monster. Schön. So. Ja, wir können ja nichts machen. Mal gucken, ob wir denn irgendwie eingreifen in der Zeit oder was. Nee, ich spiele. Was soll das denn? Jetzt spielst du echt Candice Michelle? Ich spiel Candice Michelle. Ey, was soll denn die Scheiße? Und es ist kein Braun-Fantasy-Match. Nee, ich möchte, was Raw 2007 war das erste Match, was kein eigenes Diva-Match hatte. Wie langweilig. Ja, also kein Brown Panties, kein Fulfill Your Fantasy Match. Gab es nicht irgendwo mal ein Kissenschlachtsmatch? Ja, ist ja, glaube ich, Fulfill Your Fantasy. Ja, irgendwie sowas. Ja, banal, ey. Davor SVL 06 und davor war Brown Panties. Ich verstehe nicht, warum die Brown Panties rausgenommen haben zu SVL 06. Ich meine, ab der Neuausrichtung PG ist mir natürlich klar, aber. Damals war es ja nicht richtig PG. Genau. PG war erst ab 2008. Ich fand's lustig. So, wobei so PG war das, es hat dann angefangen, langsam PG zu werden, aber nicht so krass, wie es jetzt mittlerweile ist. Weil jetzt gehen sie ja wieder in eine andere Richtung. Das verwirrt mich eh voll. Manu ist verwirrt. Manu versteht die WWE nicht.
Aber wenigstens habe ich jetzt mehr Attribute als Owens. Bessere Attribute als Owens. So, kommt immer aufs Beste. Boah, guck dir an. Ja, aufs Knie. Flip senden, Alter. Hier. Also Knie hier. Ja. So sieht ein Low-Blow aus. Können sich manche hier jetzt was abgucken von. Ja. So. Ich weiß nicht, wie hier Timing ist von den Content und so. Ja, überhaupt nicht, ne? Ich hab's ein paar Mal hinbekommen, aber sonst. Vor allem die immer gleichen Soundeffekte von bei den Guys sowie auch bei den Girls ist immer bloß eine Stimme, die spricht. Ja, oh. Ja, nice. Da kommt sie! Hast du gesehen? Ja. Da fliegt die Sternschnuppe vorbei. Hey, aber du hast den Ringpost abgemacht, ne? Ja. Das war richtig hier. Fast mit Absicht. Das ist richtig hier. So, jetzt aber. Boom! Nochmal. Es klappt einfach perfekt hier. Probieren wir es nochmal. Mhm. Ja, da muss man nochmal ein bisschen üben. Ja. Das sah aber anders aus, als letztendlich, glaube ich, getroffen hat. Ja. Oh ja, ich liebe es. Ich liebe alte Spiele. Ach, schön. Ja, das Flips Hands. Geht echt daneben. Cannonball. Standing Cannonball. Ist dann vielleicht. Ja, aber guck mal, die Mickey kassiert halt einfach, ne? Ja. So, hat fast reversed. Ohne fast. Ich glaube, es ist eine Animation. Diesen loslegt auf einmal. Klingt auch schon orange, eh, am Schädel. Ja, die haben Körper. Ja. So, jetzt. Oh, Alter! Rechter Trigger, mach ich doch. Das ist doch unfassbar. Nee! Was? Was? Und der Finisher. Warte, gleich nochmal. Boom! Oh! Auch sehr schön. Jetzt macht sie. Nein! Oh, nö! Der Chick Kick. Wahnsinn, ey. Oh. Kick out! Yes! 2,9! 9,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 9
Smackdown, Nikki. Sehr schön. Jetzt habe ich es geschafft. Wieder. Nicht doch nicht. Ach, L1 war zu Sie hat einen Figure voll Necklock. Okay. Wo man den macht, habe ich jetzt auch nicht gefunden bisher. Steht bei SVN07, ja? Ja, habe ich geguckt. Ja, und die Finisher Wars da. Necklock wird mir ja. Oh! Pass and Pin! Jawoll! Jawoll! Komm! 1, 2, 3 mit dem Jackknife Cover! Scheiße. Wie schlecht. So richtig schlecht. Ach ja. Und wie gut der Referee reagiert hat, auch mal gut. Einfach ja, perfekt. Ne? Ja, aber immerhin habe ich gewonnen, das reicht mir ja schon fast. Aber bringt uns ja nichts für unsere Experience Points. Wie? Wie, die freuen sich beide, jetzt kommt Lida oder was? Oh nein, ich will nicht gegen Lita fäden. Du kannst ja auch spielen, ne? Oh! Geht dir ab! Ich dachte, ich jetzt kommt Owens. Dann kommt die Stephanie McMahon. That was perfect. It's about time someone cleaned up the filth, perversion and exploitation of women here on Raw. And with WrestleMania only 4 weeks away, oh, 4 Wochen WrestleMania. This is the perfect time to do a little house cleaning. It sounds like Stephanie McMahon made it her personal mission to clean house here on Raw. I've got nothing against a woman who wants to do a little house cleaning, but this is just wrong. Ja, aber. Aber. Wo sind wir denn? Wo ist Owens? Ja, das weiß ich auch nicht. Na, mal gucken. Ich weiß, es ist jetzt ziemlich spät, aber. Jetzt weißt du, wo? Nee, da steht einfach nur Figure 4 Necklock. Mehr steht da nicht. Wir gucken erst nochmal die Nachrichten an. Ein bisschen Zeit haben wir nämlich noch. Wir haben nämlich von Tori eine Nachricht und von Viscera. Ich glaub, zu Owens. Gehen wir erstmal zu www.com. Oh Gott. Ja, klar. Machen. Stephanie McMahon vows to clean up Raw. Oh Gott! Last week on Raw, Stephanie McMahon sent Lita to make a public example of the unassuming Mickie James and Candice Michelle. Lita's in-ring attack not only left both divas incapacitated, it marked the declaration of Stephanie's intention to eradicate what she sees as the filth and perversion that she fears runs rampant on Raw. But if it's gratitude Stephanie expects from the divas, she may be in for surprise. As a woman, I never felt exploited at all by Raw, says Raw diva Maria. Maria Kanellis is cool. WWE has always stood for freedom of expression. Well, actually, I guess it stands for World Wrestling something, if it really stood for freedom of expression. The name of the company would be FOE. I'm sorry. What was the question again? Trish Stratus, the women's champion and one of the most decorated female superstars of all time, also disagrees with Stephanie McMahon's vision of a cleaned up Raw. Look, some of the stuff we divas do. might be a little silly sometimes and maybe even a bit risky, she says. But I've worked hard for the body I've got. I love showing off my hard work, and I know my fans appreciate it too. I guess if Stephanie had her way, all of the divas would be wearing burkas and a veil. As if the Taliban was running the show. Ach so, ja, dann weiß ich, wie sie es meint. Ja, ja, klar. Aber mir geht es nur um die Aussprache. So, gucken wir, hören wir noch uns die anderen Nachrichten an. Von Viscera und Tori. Hi. Viscera's Story. Leben, ne? Listen, I'm really looking forward to your match tonight, but I'm looking forward to spending some time with you afterwards even more. So don't work too hard because you might need to save some of that energy for later on, Mister. Oh. Good luck. Oh. Und Viscera vielleicht auch? Nee. Hey Kevin Owens, Achso, willst du vorlesen machen? Sag ich mal. Hey Kevin Owens, I guess we're facing off in a match tonight. But don't worry, Doc. It's all good. Once we're done entertaining those fans, we hook up with some of the divas and keep the entertainment going all night long.
See you in the ring, Big Miss. All night long. Long, all night. So, jetzt dürfen wir da alle Wolverus Fanboys reinposten. Ihr faked den Wolverus. Eigentlich mag ich nur das nach, was man bei so ziemlich jeder Indie-Show mit Ricochet hört. Gut. Ja, dann können wir. Also haben wir nächstes Mal zwei Matches, hab ich's richtig. Also dann haben wir ein Match als Kevin Owens gegen Viscera. Ich weiß nicht, ob wir das andere auch spielen wieder. Wer wäre denn dran mit Owens? Du, ne? Nee, ich. Weil ich habe Steel Cage Match gemacht, ne? Genau, stimmt. Ich wäre dran mit Owens. Ich wäre mit Owens. Ja, irgendwie so. Gut. Ja, Freunde, dann sehen wir uns. Erstmal gucken wir mal, wie das aussieht. Würde mich interessieren. Click in next week, please. Please give me the matches for this week. Now. Owens Viscera, ja. Gut. Ja, Multiplayer. Machen wir denn, ne? Spielst du dann? Ja, gut, machen wir dann. Leute, wir sehen uns dann in zwei Tagen bei der weiteren Ausgabe von Let's Play WWE SmackDown vs. Raw 2007. Wieder mit Außer. Außer? Das war das Stichwort anscheinend, okay. Natürlich. Außer, wenn ihr jetzt natürlich unten in der Infobox den ersten Link anklickt, dann könnt ihr Superfriends werden. Das heißt nämlich, ihr könnt Videos einen Tag vorsehen, also morgen. Geil, 18 Uhr. Sonst kommt es jeden zweiten Tag für euch online auf meinem YouTube-Kanal. Daumen hoch wäre cool. Applaus. Manu möchte noch was sagen. Tschüss! Auf Wiedersehen, bye bye.